So. Puh, etwas verplantes Streamstart. Ja. Ich denke, das fasst den Streamstart ganz gut zusammen. Einen Moment, das haben wir sofort. Grüßt euch, jetzt sind wir hier und jetzt sind wir hier. Was geht, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem erotischen Stream. Dann gehen wir rein in die Masse wie eine Reizstromattacke, Freunde. Let's go, der Hase. Pokémon, hier, bam. So, ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht, Freunde. Ich habe gelevelt und ich habe uns ein sechstes Teammitglied hochgelevelt. So, denn, Freunde, unser sechstes Teammitglied, was noch nicht als GIF hier oben drin ist, keine Sorge, ist der wunderschöne Marco. Ich habe ihn nur auf Level 55 gelevelt. Ich habe ihm aber noch keine Attacken oder so beigebracht. Ne? Also ich habe nur die Level gemacht, mehr nicht. Der ist jetzt nicht die absolute Granate. Ne? Also seine Stats sind okay. Also für ein Level 55 Pokémon könnte das wirklich besser aussehen. Aber was soll's. Also, ne? Mein absoluter King ist immer noch Quirin. Also, ich weiß, gib dich einfach mal diese Stats, ne? Ich meine, er ist recht ausgeglichen, aber schaut mal, Angriff. Quirin hat mehr als doppelt so viel Angriff, mehr als doppelt so viel Spezialverteidigung und trotzdem noch eine höhere normale Verteidigung. Also Quirin ist halt die absolute Granate of all time. Dann haben wir Momo mit einem 231er Spezialangriff, mit knapp 200 Spezialverteidigung und knapp 200 Verteidigung. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Scooty ist, ja, ich würde so ein bisschen sagen wie Marco, ganz okay. Ja, Jojo ist natürlich das krasseste Pokémon of all time. Und Odin ist auch in Ordnung, aber er könnte besser sein. Also unsere absoluten MVPs sind Quirin und Momo. Die Stats, gebt euch einfach diese Stats. Dann haben wir tatsächlich nur noch einen Encounter. Und zwar hier auf Route 10. Da wird unser letzter Encounter sein. Und in der Naturzone. Und zwar hier, glaube ich, bei der Wachturmruine, oder? Nee, stopp, weiter oben. Hier. Wutanfallsee, da müssen wir hin. LAL, danke dir für deine Mitgliedschaftsnachricht. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man darauf eingeht. Warte mal, was müssen wir machen? Warte mal, wir müssen hier mit dem Zug fahren, oder sehe ich das? Ja, wir müssen mit dem Zug nach Norden fahren, oder? Immer schön am Smartphone chillen, die Boys, ne? Oh ja, ich wollte mir noch ein paar touristische Bilder von Score City angucken. So, Freunde, hier kriegen wir unseren letzten Encounter. Okay, na, no, shit. Ich will nicht, dass dieses Vieh an mich rankommt. Ich will den Ausrufezeichen-Encounter. Nein! Oh. Da, der da, oder? Das müsste er sein. Und es ist... Ja! Alles klar, Bruder. Wenn das Vieh eine Kampfattacke hat, bin ich am Arsch. Aber ich meine, es ist eine Randomizer, der kann alles haben. Ich bleib drin, weil ich nicht... Ich mach mal einen Eiszahn, vielleicht friere ich ihn ja ein. Da kommt der Drachenklaue. Autsch. Schade. Doch, also wenn er nochmal das macht, schaffe ich das. Ich mach eine Kopfnuss. Kampfgebrüll. Was passiert jetzt? Angriff sinkt. Kacken. Das ist nicht gut. Boah. Okay, ich muss jetzt rauswechseln. Was hat er eingesetzt? Drachenklaue, ne? Eine Drachenattacke. Das heißt, Momo und Quirin fallen direkt mal raus. Ich kann eigentlich nur zu Scooty gehen. Okay, genau, dann kommt die Drachenklaue. So. Aber die sollte mir eigentlich ganz gut wegstecken. Weil er leidet durch die Hagelkörner mehr als ich, weil ich die Überreste habe. Ich werfe einfach mal einen Ball, ne? Oh, ich habe Timerbälle. Ich könnte einfach stallen. Komm, wir werfen einfach mal einen Hyperball und gucken, was passiert. Okay, stabil. Stimmt, stallen macht wegen dem Hagel keinen Sinn. Gebe ich dir recht. Heil mal. Ich heile einfach mal. Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt. Und da müssen wir hoffen, dass es reinkommt, bevor der Hagel ihn killt. Hab damals deine Lok mit Sefi gesehen, war sehr nice. Freut mich, Oliver. Die Soulink mit Sefi war insane. Damn, da ist er einfach drin. Das schmeckt. Alina, du warst schon ein Pokémon. Ich hab das verdient, Alina V2. Ich meine, es wird wahrscheinlich Eva immer auf der Box vergammeln. Aber obwohl, die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch ein Pokémon verliere, ist auf jeden Fall recht hoch. Verdammt hohe... Alter, die Spätzwerte sind halt voll von Arsch. Attacken vom Typ Normal nehmen den Typ Fee an und ihre Stärke erhöht sich ein wenig. Es ist okay. Die Stats sind okay. Ja, Drachenklaue, Siedewasser, Kampfgebrüll und Stärke. Ja, Stärke... Alter! Stärke zwiebelt asozial. Weil wir haben Step drauf. Und wegen unserer Fähigkeit wird Stärke eine Feenattacke und wird nochmal stärker. Und es ist physisch. Okay, Stärke zwiebelt übertrieben. Drachenklaue zwiebelt auch gut. Wenn wir Siedewasser und Kampfgebrüll austauschen, ist es eigentlich ein ganz gutes Moveset. Aber sie wird erstmal auf die Box gehen. Oh, nee. Ich liede noch mit meinem geschwächten Typ 0. Oh, das stinkt. Oh, das stinkt. Da habe ich jetzt gerade gar nicht nachgedacht. Oh, das war dumm. Das war sehr dumm. Kacken.
Okay, durch den Kampf müssen wir uns jetzt irgendwie durchmogeln, Freunde. So, Quirin. Quirin ist jetzt erstmal hier der sichere Weg für mich, weil der sehr viel aushält. Der hat sehr hohe Verteidigungswerte auf beiden Seiten. So, er kommt mit Zielschuss. Libero wirkt, nimmt den Typ normal an. Ja, ja, alles gut. Ich hasse Hagel, ne? Hagel ist so schlimm. Ja, und ist einfach brandstempelt in. Rild. Ah, das war's schon? Der hat ja nur ein Pokémon? Okay, das ist nice. So, ich könnte theoretisch alle Trainer skippen, aber ich brauche die EP. Zwirrfinst ist, Typ Geist, oder? Ich mache jetzt mal Dynawall und guck, was passiert. What the fuck? Was ist das? What the fuck? Hä? What? Literally, what the fuck? Was ist gerade passiert? Ich danke dir... Und jetzt killt mich der Hagel. Als ob jetzt ein Sturzflug-Volltreffer kommt, der mich genau in die KP-Range bringt, dass Hagel mich auf den KP genau killt. Das resiste ich, ja. Ich hasse Hagel. Ich hasse Hagel. Das ist, glaube ich, das zweite Mal schon, dass wir ein Pokémon an Hagel verloren haben. Kann das sein? Oh shit, das reicht nicht mal. Das reicht nicht mal! Der bringt sich jetzt selber um. Okay, alles gut. Halt die Fresse! Ey, Hagel ist das beschissenste. Alina V2. Ja, müssen wir eigentlich, ne? Ey, in letzter Zeit... Die ersten Randomizer-Streams waren so krank. Es lief so gut. Und seit 2 oder 3 Streams Feierabend. Seit die Levelkurve angestiegen ist. So, dann düsen wir mal zur Arena. Guys, wir sind schon weit gekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass unsere Extreme Randomizer so weit kommt. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe gedacht, wir scheitern schon viel früher. Mein Team ist ganz gut. Ich habe vor allem Jojo V3 im Team. Das ist halt geisteskrank. Liga Fights! Ah, das sieht doch einfach mit dem Mammut rein. Alles klar. Wow, trotz doppelt gesenkten Spätzertag haben wir gekillt. Holy shit. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, wir scouten mal wieder kurz. Mit einem Königsschild. Da kommt die Breitseite. Und der Angriff sinkt. Breitseite ist doch eine Drachenattacke, ne? Breitseite war, glaube ich, eine Drachenattacke, wenn ich das richtig im Schädel habe. So, das fies Eis. Dann gehe ich zu Quirin. Gar keine Frage. Ah, nee, aber der ist ja Typ Drache. Oh, das war dumm. Aber die wird mich nicht kennen. What? What? Als ob. Jetzt kommt der mit der Taubgenesung um die Ecke, man kennt's. Aber wir kriegen das hier trotzdem weg. Erdbeben und dann Brandstempel hinterher. Reflektor erhöht meine physische Verteidigung, ne? Ich setze meinen Reflektor auf. So. Tektas! Ich vergesse immer wieder, was das für ein Typen hat. Was hat das? Käferwasser? Ja, Käferwasser. Das ist doch 100% eine Attacke von dem Legi. Ja, aber das zwiebelt. Und das ist die Vergiftung! Ah, Odin, du geile Sau! So, und wir sind jetzt auf jeden Fall schnell genug, dass wir dieses Tektas rausnehmen. Alter, weil unsere Init ist so insane hoch. Oh, shit, ich hab kaum was. Ey, komm. Warte mal. Komm, lass Erdkräfte reichen, please. Oh, er hat Nachthieb. Okay, juckt uns aber zum Glück auch nicht. Ja, okay, aber jetzt mit dem Gift reicht's auf jeden Fall. Okay, senkt eventuell Spezialverteidigung, erleidet eventuell Verbrennung. Dann geh ich auf die Erdkräfte. Ganz ehrlich, wenn sie sehr effektiv sind, gehe ich auf die Erdkräfte. Ah ja, deine Eisenabwehr bringt dir nichts, weil ich speziell angreife, du Sau. Ah, du kannst dich aufpumpen, wie du willst, du Disco-Pumper. Ah, das schmeckt. Pflanze, Gift. Ich setze mein Königsschild ein und gucke, was passiert. Wir fahren den Golan durch meine Gegend. Das Giflor macht einen Abflug. Geh jetzt weg, du Sau. Scheiße, Mann, jetzt sehen wir so Fame. Hey, yo, was geht? Hey, yo, was geht? Mann, was auch her, dein Sohn hat es endlich geschafft. Ah, okay, mit einer Stahlattacke. Das könnten wir... Das resisten? Nee, das können wir mit Ding. Wir könnten das mit Quirin resisten, ne? Und dann mit Laubklinge angreifen. Bloß seine Leben sind halt nicht so geil. Alina wird das tanken.
Dünner Stahlzacken? Ist das physisch oder speziell? Aber nee, Mogelheben gegen deiner Pokémon bringt nichts, ne? Ich gehe auf Scooty. Nee, warte mal. Trifft Stahl Psycho sehr effektiv? Nein, trifft's nicht. Ich gehe auf Scooty. Scooty steckt das weg. Und dann gehe ich mit Scooty Dynamax. Ich wollte nicht mit Momo Dynamax gehen, weil der schon den stark gesenkten Angriff hatte wegen Dracometeor. Aua, das zwiebelt. Ah, aber das Gute ist, wir haben ja die Elektroattacke auf ihm. Und die Überreste. Und wir können auch noch heilen. Wir haben noch 3 Top-Genesungen. Sehr unterhaltsamer Stream, Hübi. Mach weiter so. Thanks, der Irre. Das ist sehr lieb. Oh mein Gott. Oh no. Da ist kurz mein Herz stehen geblieben. Wirklich. Schallert. So, und jetzt kommt eine Top-Genesung. Weil er wird jetzt wieder klein. Und nach der Top-Genesung habe ich noch eine Runde groß. Er wird wieder klein. So, dann kommt jetzt die Top-Genesung. Wir gehen hier gar kein Risiko, weil ich nicht weiß, was seine Unlichtattacke war. Und jetzt beenden wir den Shit. Und jetzt beenden wir den... Warum trifft denn Dünner Gewitter jetzt nicht mehr sehr effektiv? Der hat schon wieder irgendwie seinen Typen gewechselt. Shit, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Okay, kill trotzdem. Ich spicke oft, muss ich zugeben, aber nur zur Sicherheit, falls ich mal das vergesse. Ja, ja, nur zur Sicherheit. Man kennt's. Okay, aber ich würde sagen, durch unseren ersten Kampf sind wir doch ganz gut durchgekommen, oder? Da bin ich eigentlich ganz happy, wie das gelaufen ist. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hop endete schneller als erwartet. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz. Okay. Aber ich wurde geheilt, oder? Ich habe alles andere als ein gutes Gefühl bei diesem Kampf. Was ist das Vieh? Boden? Ist das Bodenwasser? Ja, ne? Das war das Vieh mit der insanen Pflanzenschwäche. Und da ist der Burn! Okay, dieses Branabatz ist absolut useless. Warte mal, können wir aufsetzen? Was hat der Felswurf eingesetzt? Das hätte mich eigentlich... Ich gehe auf den Siedewasser und eventuell für den Burn. Oh, er kommt mit den Giftspitzen. Alles klar, ich versuche mal, so lang wie möglich, den Dracometeor rauszuzögern. Ja! Weil, solange ich den Dracometeor nicht rauszimmer, bleibt Momo kampffähig. Scheiße. Aber ich habe Top-Genesung. Ich kann 3 Top-Genesungen einsetzen. Reicht das? Yes! Okay. Momo macht einen fucking guten Job. Alles klar, Digga. Klar. Was auch sonst, ne? Ich glaube, der Fuß tritt. Okay, eine Kampfattacke. Aber sein Angriff sinkt. Nice. Ich glaube, das kann seine Spezialverteidigung. Ich gehe wieder auf den Siedewasser. Der Burn wäre halt insane. Okay, 3 Siedewasser würden reichen. Poltergeist. So, ich könnte jetzt entweder Top-Genesung dann mal einsetzen. Wir schauen mal. Aber dass meine Init gesenkt ist, ärgert mich. Aber 3 Pokémon von Momo rausgenommen ist insane. Kommt Mimigma. Aber Mimigma kann ich theoretisch mit dem Dracometeor raus. Ach nee, der hat ja erst seinen komischen, hier sein Kostüm, was ja kaputt geht, ne? Oh, das hätte ich fast vercheckt. Oh, er setzt auf! Ach stimmt, das Kostüm ist eine Fähigkeit. Kacke, das wusste ich nicht. Oh, das macht viel Damage. Wir müssen damit rechnen, dass wir jetzt eine asoziale Attacke in die Fresse gefeuert bekommen. Folgendes Szenario. Ich kann ihn angreifen. Wenn er mich angreift, könnte es schwierig werden. Er kann aber auch nochmal Drachentanz einsetzen. Wenn ich heile und er nochmal Drachentanz einsetzt, ist er auf +3 und +3 Init. Aber eigentlich ist jetzt angreifen klüger. Weil wenn ich jetzt schilde und er boostet nochmal hoch, werde ich einen +3 Angriff irgendwann abbekommen. Ich habe keinen Zeit. Ich habe Muskelband und habe ich Fokusgurt auf dem Vieh? Habe ich Fokusgurt auf Momo? Ja, ich habe Fokusgurt. Das heißt, eine Attacke würde ich auf jeden Fall überleben und dann ja, das ist klüger. Dank dem Fokusgurt werde ich eine Attacke überleben. Okay, Siedewasser. Er macht das nochmal. Okay, er nimmt mich jetzt böse raus. Er hat mich jetzt auf -2 gebracht. Aber das dürfte trotzdem reichen. Yes. So. Mein Dracometeor wird nichts mehr machen. Aber eins zimmer ich jetzt noch raus, bevor ich rausgehe. Dann, ich muss auf ein physisches Pokémon dann gehen. Weil seine Spezialverteidigung jetzt einfach insane steigt. Das wird nichts machen. -2 Spezattack +2 Spezial. Das wird nicht mehr viel machen.
Aber immerhin kann ich ihm noch so ein bisschen Schaden geben. Ich gehe einfach. Odin wird nicht vergiftet. Okay, er wird wieder seine Spätzle. Okay. Zum Glück bin ich auf keine spezielle Attacke gegangen. So, okay. Was ist sein Giga? Ich stalle das mit, indem ich selber Dynamaxe und dann Top-Genesung einsetze. Ich stalle das. Ich muss einfach nur hoffen, dass er keine Düne-Attacke hat, die mich rausnimmt. Danach gibt's eine Top-Genesung und dann überstehe ich das schon irgendwie. Ich darf jetzt keine Attacke haben, die sehr effektiv auf mich ist. Alles gut. Alles gut, Freunde. Alles gut. Einfach rausnehmen. Einfach rausnehmen. Versiegelt gegnerische Attacken, die ich selbst beherrsche. Ja, schon gut. So, Freunde. Hopp. Hops genommen, den Witz zum 20. Mal in der Randomizer gebracht. Aber er ist angebracht. Wir haben direkt am Anfang in diesem Stream Marco verloren, was sehr sad war. Aber danach lief der Stream verhältnismäßig gut. Das muss man jetzt auch einfach mal festhalten. Die letzten Streams waren alle sehr kritisch. Gerade der letzte Randomizer-Stream, ich habe so viel verloren. Ich habe so viele Pokémon verloren. Aber der ging jetzt echt fit. Und beim nächsten Mal ziehen wir durch, Freunde. Beim nächsten Mal gibt's hier Finale. Aber gut, Freunde. Dann werde ich an der Stelle... Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.